den Weg zum Sonnenaufgangsshooting am Geroldsee. Wir sind am Spot angekommen. Noch sieht man nicht viel, weil es extrem neblig ist. Das sieht erstens relativ mystisch aus, aber der Himmel hier wird richtig cool. Das wird gleich ein richtig toller Sonnenaufgang und ich hoffe, dass der Nebel noch ein bisschen weggeht. Nebel soll auf jeden Fall mit im Bild sein, aber nicht zu viel. So sieht die aktuelle Komposition aus. Also das Haus hier schön im Vordergrund, natürlich nicht mittig, sondern ein bisschen weiter unten angeordnet und auch an der Seite. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier gleich noch mehr von dem Himmel sehen. Aktuell wird der Nebel wieder ein bisschen mehr statt weniger, wie eigentlich erhofft. Hier hinten sieht man noch so ein bisschen die Wolkenstruktur am Himmel, aber hier wird schon komplett neblig. Aber auch ein nebliges Bild ist ein sehr cooles Bild, weil es sehr mystisch aussieht. Aber ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. So Leute, jetzt wird es genauso, wie ich es haben wollte. Vor 5 Minuten habe ich euch noch gezeigt, wie neblig das alles war. Und jetzt guckt euch mal diesen Himmel an. Der Nebel verzieht sich so langsam runter ins Tal. Wir stehen ja hier auf so einer kleinen Anhöhe. Und da unten ist ja eigentlich auch ein See, der mit drauf sein soll. In genau 15 Minuten soll die Sonne aufgehen und dann haben wir hier natürlich auch noch ein paar Lichtstrahlen hoffentlich mit drin. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt am Ende aussieht. Also der Nebel geht genau zur richtigen Zeit weg, das ist super. Beziehungsweise soll er dann halt einfach nicht mehr ganz so doll da sein. Gerade eben war der Nebel weg, jetzt ist er wieder da. Also sehr wechselnde Bedingungen hier. Und wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten, bis die Sonne aufgehen soll. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, weil sie muss ja erstmal über die Berge rüberkommen. Von daher ist noch ein bisschen Zeit. So langsam wird es wieder, der Himmel wird zumindest an der Seite wieder ein bisschen besser. Direkt vor uns, da wo wir hin fotografieren, da sieht es noch sehr neblig aus. Ich habe jetzt auch mal hier mein Filtersystem mit draufgepackt. Es wird so langsam. Der Himmel sieht jetzt immer besser aus. Der Nebel geht auch so ein bisschen zurück inzwischen. Also ich habe die Hoffnung, und wenn man sich jetzt hier mal so die letzten Ergebnisse anschaut, das wird gut. Falls ihr euch übrigens fragt, welche Filter ich benutze, hier Nisi-Filter. Da habe ich jetzt einmal hier den Verlaufsfilter drauf und dahinter ist ein Polfilter, damit man den Himmel hier noch so ein bisschen besser rausarbeiten kann. Es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video, aber zumindest sieht man jetzt so langsam da unten mal den See, was dann doch ganz schön ist. So, der Nebel ist immer noch da, aber jetzt kommt hier die Sonne raus und das ist schon mal sehr, sehr cool, denn jetzt kriegen wir so ein richtig schönes Lichtspiel hier noch mit rein. Ein bisschen Licht, ein bisschen Schatten und das sollte das Ganze nochmal richtig toll machen. Jetzt haben wir die Lichtstimmung, die ich haben wollte und dadurch, dass das Licht jetzt schon ein bisschen härter ist, mache ich jetzt hier Bracketing, das heißt 3 Belichtungen. Eine normale, eine zu dunkle und eine zu helle, damit ich dann später alle Details habe. So, wir sind mit dem Shooting fertig, gerade jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Man muss hier ein bisschen durch höheres Gras laufen, Schuhe sind auch komplett nass, aber es ist egal. Fotos im Kasten, der Nebel ist jetzt komplett weg. Wir waren jetzt insgesamt 3 Stunden an dieser Location und ich hatte bis zum Schluss diese Hoffnung, dass der Nebel ein bisschen sich verzieht. Am Ende, jetzt war er komplett weg, das ist ja natürlich auch nicht schön, also man muss so einen guten Mix finden irgendwie. Schaut euch einfach nur nochmal zum Abschluss diese wunderbare Landschaft an. Ja, man hat hier wirklich einen super Panoramablick. Und genau so stellt man sich das doch vor. Das ist so, wie man einen Morgen an. Das wird es jetzt erstmal von hier gewesen sein. Wir fahren jetzt nach Hause, werden uns ein bisschen schlafen legen, denn wir haben die Nacht noch gar nicht geschlafen. Dann nachher ein bisschen frühstücken und dann fahren wir in die Therme in Erding und lassen den Tag schön ausklingen.